Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns dieses super leckere Focaccia-Brot und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Focaccia-Brot verwende ich 500 Gramm Mehl, 400 Milliliter lauwarmes Wasser, ein Päckchen Trockenhefe, 2 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz und 1 Esslöffel Öl. Später verwende ich dann noch ein bisschen Öl für das Backblech und ein bisschen, um es über das Brot zu geben und körniges Salz und Kräuter. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. So, ich nehme als erstes das Mehl, die Hefe und den Zucker. Das verrühre ich einmal so grob. Dann kommt auch gleich das Wasser dazu. Ein Esslöffel Öl. Und das Salz. Das wird jetzt grob verrührt. Das war es auch schon. Jetzt werde ich noch so ein bisschen formen und mit ein ganz bisschen Mehl bestreuen. Der Teig ist jetzt fertig. Den bedecke ich jetzt und den lasse ich so eine Stunde, anderthalb Stunden gehen. So, anderthalb Stunde ist jetzt vorbei und der Teig sieht jetzt so aus. Der ist richtig locker und wackelt, der ist fast schon flüssig, aber keine Angst, das soll auch so sein und es wird auch richtig lecker. So, ich nehme jetzt so ein Backblech. Das ist ungefähr, ich verlinke euch das Backblech unten mal. Ich glaube, es ist 27 x 38 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist beschichtet. Wenn ihr kein beschichtetes Backblech habt, dann tut Backpapier drunter bitte. Ich werde hier jetzt ein bisschen Olivenöl rauf tun und es gut verstreichen. Der Teig ist ja fast schon flüssig, also nicht wundern, das soll aber so sein. Und den Teig gieße ich jetzt auf dieses Backblech. Seht, ein klebriger Teig, aber das soll auch so sein. So, ich werde jetzt meine Hände in Öl tunken und dann werde ich den Teig auf dem Backblech ausbreiten. Hände einölt, dann klappt das wunderbar. Das ist jetzt auch wieder soweit fertig. Jetzt muss es aber noch mal eine halbe Stunde gehen. Also wir sehen uns in einer halben Stunde. So, die halbe Stunde ist jetzt um und das ist wieder ein bisschen aufgegangen. Das sieht man hier auch an den Bläschen. Jetzt kommt der nächste Schritt. So, ich tunke jetzt meine Fingerspitzen wieder in das restliche Olivenöl. Und mach so Löcher in das Focaccia. So, jetzt tue ich da noch ein bisschen grobkörniges Salz drüber. Ich nehme Oregano. Das Original ist ja, also die meisten nehmen ja Rosmarin. Ich habe leider kein Rosmarin, deswegen nehme ich einfach getrocknetes Oregano. Wenn ihr Rosmarin habt, dann nehmt selbstverständlich Rosmarin. Das Focaccia ist jetzt fertig für den Backofen.
Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Da wird es so circa 20-25 Minuten backen. Im Anschluss sage ich euch dann noch die genaue Zeit. So, das leckere Focaccia-Brot ist jetzt fertig. Es war genau 25 Minuten im Backofen. Aber wie gesagt, es ist immer backofenabhängig. Da müsst ihr halt mal gucken, wie es bei eurem Backofen so ist. Ich lasse es jetzt 2-3 Minuten im Backblech abkühlen und dann tue ich es auf ein Kuchengitter, damit es da weiter abkühlen kann. Und dann schneide ich es an, damit ihr seht, wie schön es von innen aussieht. Das leckere Focaccia ist jetzt komplett ausgekühlt und ich werde es jetzt mal anschneiden, damit ihr auch seht, wie es von innen aussieht. Wunderbar, richtig lecker. Focaccia kann man ja auch mit anderen Sachen belegen, zum Beispiel mit getrockneten Tomaten oder Oliven. Könnt ihr alles mal ausprobieren. Als ich dieses Rezept zum ersten Mal gemacht hatte, dachte ich, das kann nichts werden, so viel Wasser. Aber ihr seht ja, es ist unglaublich und man muss auch nicht kneten. Es ist fast schon ein flüssiger Teig, aber da wird so ein leckeres Brot draus. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.